Metal-Leute, servus und herzlich willkommen zum Dragon Monday. Dragon Monday. Metal-Leute, ja, mal ein bisschen melodramatisch heute das Intro gemacht. So, heute haben wir verschiedene Kategorien, wie immer. Ich werde sie mal nicht vorlesen, da ich, seit ich meinen PC bekommen habe, keinen Akku laden kann. Denn mein Akku vom PC wird einfach nicht mehr geladen, seit ich den wiederbekommen habe von der Polizei. Ja, meine Sachen wurden beschlagnahmt. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Ich habe es auch schon angedeutet. Es sollte eigentlich auch schon letzte Woche Montag kommen, aber da habe ich von Sonntag auf Montag aufgenommen und heute ist Samstag auf Sonntag. Habe ich noch den ganzen Tag Zeit, es zu schneiden. Gut, im Prinzip habe ich mir gedacht, wir reden heute mal über alles, was jetzt passiert ist in der letzten Zeit. Über die Sachen mit meinem PC und so weiter möchte ich im Moment und darf ich im Moment noch nicht genauer eingehen. Wenn die ganze Sache in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten erledigt ist, werde ich da gerne ein Video drüber machen. Gerne auch ausführlich und ausgedehnt. Vielleicht auch ein bisschen mit Humor. Was habe ich eigentlich gemacht, als ich überhaupt kein PC-Handy in Zürich hatte? Zunächst mal, ich habe mein Handy wieder, ich habe meinen PC wieder, also Laptop, und ich habe... Was habe ich noch wieder? Es ist so ein Ding, damit kann man Videos drehen. Mir fällt es nicht ein. Was könnte das gewesen sein? Ach, es war die Kamera. Genius! Gut, ja, die Kamera habe ich auch wieder bekommen, wie man offensichtlich sieht. Genug flache Witze für einen Part. Aufgeräumt, renoviert, im Garten gearbeitet. Ich habe im Prinzip alles gemacht, was normalerweise liegen bleibt, weil ich ständig am PC sitze. Dazu werde ich auch noch ein Top 5 Video machen, warum nur am PC sitzen, beziehungsweise 5 Dinge, die, oder 10 Dinge, die man problematische Sachen hat. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding nenne. Irgendwas mit PC und 5 Dinge halt. Das Format soll auch wieder aktiver kommen. Ich habe Arbeit suchen können. Nein, konnte ich nicht. Denn ich habe kein Handy gehabt und ich habe keinen PC gehabt. Das heißt, ich konnte im Internet nachschauen. Und selbst wenn, konnte ich keine Bewerbungen schreiben, weil sämtliche Daten auf meinem Rechner, meinen SD-Karten und allem gespeichert war, was ich nicht mehr hatte. Konsole gespielt. Alte N64-Spiele, Gamecube-Spiele. Star Fox Adventure habe ich mal wieder gespielt. Geiles Spiel. Muss ich echt sagen, geiles Spiel. Das war's eigentlich schon. Mehr habe ich nicht gemacht. Kommen wir zu Juno und Hitbox. Viele fragen sich, Alter, stream doch endlich nur noch auf Hitbox. Juno, geht uns auf die... Ja. Die andere Gruppe schreit, Warum streamst du nur noch auf Hitbox? Wir wollen dich auf Juno sehen. Hey, ganz ehrlich. Leute, ich streame auf der Plattform, auf der ich Bock habe zu streamen, ja? Und wenn ich Bock habe, auf der Seite und so weiter zu streamen, dann streame ich auf der Seite und so. Ich streame auf Hitbox deswegen, ich bin auf Hitbox Partner, ja? Ich will nicht mehr auf Twitch. Twitch geht mir ultra auf die Eier mittlerweile. Aus diversen Gründen. Was Hitbox angeht, ich bin auf Hitbox durch mein Netzwerk Freedom. Ich liebe dieses Netzwerk. Allein der Name kündet von Freiheit, Ungezwungenheit, Metal. Auf jeden Fall streame ich auf Hitbox deswegen, weil ich da von Freedom von vornherein gepartnert bin. Das bedeutet, ihr könnt mich da abonnieren, ihr habt dann Smileys, die ihr nur von mir habt, weil es sind meine Smileys. Und ja, noch ein paar andere Geschichten. Durch mein Netzwerk bekomme ich übrigens demnächst endlich mal diesen Haken neben meinem Namen, was bedeutet, dass ich offiziell ein echter Mensch bin. Das ist so ein Verifizierungshaken. Das soll ich zusätzlich nochmal zeigen. Das ist der echte. Für alle, die sich fragen, wie kriege ich das Ding? Ich werde nochmal genauer drauf eingehen, wenn ich das Ding bekommen habe. Aber in erster Linie müsst ihr in einem Netzwerk sein und mindestens 3000 Abos haben. Dann könnt ihr euch diesen Verifizierungsbutton holen. Ich weiß nicht, ob das mit meinem Netzwerk funktioniert, aber ich habe auch bereits vor, das Ganze auf Twitter zu machen. Ja, dass ihr auf Twitter diesen Haken bekommt. Dass ihr auch wisst auf Twitter, das ist der echte. So, ansonsten... Ich hätte eine neue Kategorie für das Thema TM. Also, nein, nicht Drogeriemarkt, sondern DM im Sinne von... Dragon Monday. Im Dragon Monday habe ich mir vorgenommen...
jetzt halt da ein bisschen so über das Ganze hinauszuwachsen und auch mal Kategorien mit reinzufügen. Ich habe jetzt halt die ganze Liste, was die Woche so passiert ist, in dem Fall ein bisschen mehr als sonst. Im Dragon Monday hatte ich ursprünglich jetzt vor, so Sachen wie die Kommentare mal wieder mit reinzunehmen. Also nicht die Kommentare im Sinne von, ich lese Kommentare vor und mache Sketche dazu, wie im Drachenlord-Format, sondern ich habe mir überlegt, sowas wie Hashtag Frag Drache zu machen, aber das halt in Kurzform hier im DM zu machen, also im Dragon Monday. Das Problem dabei ist allerdings das, ich fuhr hier mit den Händen rum, das Problem allerdings an der Sache ist das, wenn ich das mache, dann würde das Format Hashtag Frag Drache komplett wegfallen. Viele haben jetzt zu mir gesagt, ich soll das Hashtag Lustler1510 wieder machen, viele sagen, ich soll das Hashtag Frag Drache wieder machen. Hashtag Lustler1510 wird es nicht mehr geben. So viel steht fest. Aber das Hashtag Frag Drache habe ich mir überlegt, ob ich das weiterhin machen soll, gelegentlich mal. Das würde ich ja so machen, dass es einmal die Woche kommen soll, zusätzlich zum Dragon Monday und zusätzlich zu einem anderen Video. Das heißt, ich würde die Woche 3 Videos bringen. Darunter wäre unter anderem zum Beispiel mal ein Top 5 oder vor allem natürlich auch der Drachenlord oder das Drachenlord-Format. Eines meiner beliebtesten Formate auf meinem Kanal, wie ich feststellen musste oder feststellen durfte. Ja? Dank euch, ihr seid die geilsten Leute. Nochmal vielen Dank für 10.000, über 10.000 Abos. Jetzt schon wieder auf fast 14.000 oder es geht schon wieder auf 14.000. Jeder hat schwarze Schafe in seiner Herde, in meinem Fall sind es eben ein paar mehr. Was soll's? Vor allem so ekelhaft, widerlich, bunte, furzende Schafe. Ich schwitze wie ein Schwein, dabei mache ich gar nichts. So. Ins Witzfeld. Ich weiß, muss mir nicht extra sagen. Dankeschön. Hat viel Liebe und Aufzucht gebraucht. Gut, dann wären wir schon bei den letzten zwei Punkten. Zum einen Punkt hätten wir zum Beispiel mal das Thema meine Webseite. Meine Webseite, an der Webseite arbeite ich seit... Das Ding ist ewig noch nicht fertig, ja? Das Ding wird wahrscheinlich auch niemals fertig, wenn ich so weitermache. Dazu kommt, dass ich mich mit ein paar Sachen einfach null auskenne und durch dieses ganze Gedöns von diesen Typen, ja, die sind auch die Scheiße, auf die ich keinen Bock habe. Die Typen, ne, diese bunt furzenden, wolligen Kreaturen der Minderbemitteltheit wollen jetzt halt einfach mich damit auch nerven und ich kann jetzt mittlerweile leider auch niemandem mehr vertrauen. Das ist traurig, aber es ist so. Und dadurch, dass ich jetzt auch niemandem mehr vertrauen kann, kann ich jetzt auch nicht einfach sagen, meldet euch bei mir und ich würde dann jemandem sagen, pass auf, da und da ist die Rechte, mach da mal ein bisschen was. Weil wenn ich das mache, ist die Seite weg. Ja. Oder der baut irgendwelche pornografischen Sachen ein, die Seite wird 100-mal von absichtlichen Hatern gemeldet und dann ist die Seite weg. Ja, hab schon viel geändert. Sieht auch echt gut aus, muss ich sagen. Hier eine kleine Sache für euch. Wenn ihr Fanart-Bilder malt, also ich habe einige Fanart-Bilder bekommen, ich schnipse euch hier mal ein paar rein, sehen echt geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen, gefallen mir super. Die verwende ich jetzt mittlerweile auch auf meiner Webseite. Ja? Ich hau da ab und zu mal die Bilder rein, ja? Manchmal hau ich wieder welche raus und hau neue rein. Dann könnt ihr auch immer mal ein bisschen die Fanart-Bilder auf meiner Webseite verfolgen. Dann habt ihr zumindest mal ein bisschen was, was da auch Sinn macht. Ich werde in nächster Zeit auch nochmal schauen, wie das Ganze weiterläuft. Wenn ich für den Drachen der Metal wieder richtig aktiv mache, das sind jetzt so die zwei alten Folgen gewesen, die ich hochgeladen habe, wenn ich das wieder richtig aktiv mache, dann werde ich es auch so machen, dass ich da, ja, die Skripte dieser vier Drachen und der Metal sortiert und ordentlich hochlade, dass ihr da immer die Skripte nachlesen könnt, was er dann da gemacht. Weicht das Video vom Skript ab oder nicht, passiert nämlich auch. Das hier zum Beispiel, was ich hier laber, ist alles Freedom. Das, was ich hier laber, ist alles Freestyle, ja. Also ich schaue mir nur das Thema an, dann labere ich ein bisschen was dazu, was mir gerade so einfällt. Ja. Deswegen ist das Video wahrscheinlich auch so schlecht. So. Ja. Ich laufe da raus und komme von unten hoch. Das ist mein Fahrstuhl, müsst ihr wissen. Ich bin zurzeit zu faul, die Treppe zu benutzen. Also renne ich dann die Treppe runter, weil, keine Ahnung, dann setze ich mich so hin und dann rolle ich runter, weil ich so fett bin. Und unten habe ich dann keinen Bock mehr wieder hochzurollen, weil das schaffe ich auch gar nicht. Ja? Also gehe ich hier in den Fahrstuhl und dann geht es immer so. Ja. Gut, die letzte Sache heute zum Thema, was ist neu? Ich bin bei EMP im Partnerprogramm. Das bedeutet, ich kann für einen bestimmten Betrag mir Sachen besorgen beim EMP.
und kann gleichzeitig, ja, ich habe halt neue Sachen. Ich kann zum Beispiel neue Klamotten bestellen für einen bestimmten Betrag jeden Monat. Wie lange das läuft, weiß ich noch nicht. Wie lange der Vertrag gilt, muss ich mal schauen. Ansonsten, ich kann mir auch Poster und so Zeug bestellen, was es halt zum EMP gibt. Deswegen habe ich mir was überlegt. Ich werde ab und zu mal, wenn ich irgendwelche kranken Sachen finde, weil ich habe immer so Spielsachen oder irgend so ein Zeug, werde ich vielleicht ab und zu mal so Spielsachen benutzen, also mir holen und dann euch auch mal ein bisschen was vorstellen und sagen, ja, das ist gut, das ist sinnvoll, das ist nicht sinnvoll. Ich persönlich finde das cool. Dazu kommt, dass ich euch, wenn ich am Ende vom Video immer diesen Sticker einblende, bekomme ich dafür auch ein bisschen Bonus. Ja, also Kohle bekomme ich an sich nicht, zumindest weiß ich davon nichts, sondern halt immer im Sinne von Sachen, die ich mir bestellen kann. Aber an sich, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das Ganze schon cool. Ja, das passt super. Wenn ich darüber mehr weiß, kann ich euch mehr sagen. Das dauert im Moment noch zwischen 8 und 10 Werktagen. Das bedeutet, in 1 bis 2 Wochen kann ich das einmal genauer ausführen. Wahrscheinlich noch nicht im nächsten Dragon Monday, aber im Dragon Monday danach dann. Dann müsst ihr es hinhauen. Gut, das war's dann soweit. Eine Sache noch. Vom EMP ist das Poster, das Blind Guardian Poster unter anderem. Das war's hier hinten erstmal. Ich habe hier und hier noch ein Drachenposter hängen und direkt über euch hängt noch ein Poster von 1967er Ford Mustang GT500M Fastback. Ja, habe ich abgelesen. Wer hätte gedacht? Aber ich werde dann wahrscheinlich das so machen, dass ich hier öfter mal Poster im Hintergrund wechseln werde. Weil zunächst mal, ich kaufe unglaublich gerne Poster. Ich tapeziere am liebsten meine Wände mit Poster. Das war schon immer so. Ich tapeziere nicht gerne, ich streiche nicht gerne, ich hau Poster an die Wand, weil es sieht cool aus, hat einen schönen Stil, mir gefällt es. Deswegen werde ich die Wände mit Postern tapezieren und vor allem hier werden öfter mal neue Poster hängen. Das bedeutet, ihr könnt euch dann nochmal ein paar Poster anschauen, wie sie vielleicht so auch mit Licht und alles rüberkommen. Ich werde euch dann auch von den Video, von den Postern, die ich im Hintergrund hängen habe, werde ich immer auch versuchen, dann Links in die Videobeschreibung zu packen. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich dann die Partnerschaft, wo dann diese Partnerschaft freigestellt ist. Ab dem Zeitpunkt, wo ich mir bestellen kann. So, weil ich wieder ein bisschen viel rumgeblödelt habe heute und vor allem aus dem Grund, weil momentan wirklich viel Mist passiert, habe ich mir gedacht, ich werde es jetzt so machen, dass ich das Video an diesem Punkt beende. Was ich diese Woche mache, also die zukünftige Woche jetzt, oder was für Videos kommen, das bleibt mein Geheimnis. Das werdet ihr erfahren, sobald die Videos kommen. Das liegt daran, weil ich A, nichts ankündigen will, was ich eh nicht halten kann. Und weil ich B, noch an ein paar verschiedenen Projekten arbeite, die ich hoffentlich auch diese Woche bringen kann, aber ich euch nicht versprechen kann, dass sie kommen. Außerdem weiß ich selber noch nicht, was ich vorhabe, die Woche zu bringen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Ich muss dringend aufs Klo und dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Metal on!